Der erste Verhandlungstag ist vorbei, hier bei Phoenix Wright Dual Destinies. Und nun beginnen wir ja mit dem zweiten Tag der Untersuchung. 21. Juli, 1.13 Uhr. Write Anything Agency. Das war aber ein großer Seufzer, Athena. Habt ihr etwa den Fall verloren? Nein, wir haben gewonnen. Die Angeklagte wurde für nicht schuldig gesprochen. Hä? Warum seid ihr dann so niedergeschmettert? Daddy, warst du etwa gemein zu ihr? Was? Runterschauen hier. Das ist nicht cool, Mr. Wright. Überhaupt nicht cool. Warte eine Minute. Jetzt reden wir aber hier über falsche Anschuldigungen. Wir waren in der Lage, die Angeklagte für nicht schuldig sprechen zu lassen. Aber stattdessen wurde Sascha verhaftet. Also das ist passiert. Das ist aber richtig schlimm. Also was werdet ihr beiden jetzt machen? Wir werden dem auf den Grund gehen. Ich glaube keine Sekunde, dass Sascha es getan hat. Ich glaube es ebenfalls nicht. Ich werde nicht aufgeben. Boss, lass uns zu Sascha gehen und ihr sagen, dass wir sie verteidigen wollen. Momentan kann ich mir vorstellen, dass sie immer noch von der Polizei verhört wird. Wir sollten zuerst mit der Untersuchung beginnen und nach Beweise für ihre Unschuld suchen. Klingt nach einem Plan. Überlasse das Büro einfach mir und Polly, Daddy. Wenn es irgendetwas gibt, womit ich helfen könnte, sagen Sie es einfach. Danke. Wenn Sie die Beweise organisieren und, ordnen und die, und das Büro sauber machen könntest, wäre das großartig. Ich dachte an etwas als Anwalt. Unnötige Beweise wurden einfach Apollo gegeben. Ich weiß, ich erwähne es immer wieder. Woher weiß ich, dass diese Beweise unnötig sind? Ich warte auf den Tag, an dem irgendwann einfach so aus Witz in dem Spiel ein Beweis benötigt wird, den Phoenix vorher weggeworfen hat. Und da kommt Maya angerannt und beschimpft Phoenix von wegen, wie kannst du einfach so Beweise wegwerfen? Ich warte auf diesen Tag und ich werde es genießen, wenn er kommt. So. Darum jetzt gekümmert, Zeit jetzt zum Tatort zu gehen. Juli. Chip Chip Aquarium. Orca Pool. Hä? Da ist hier überhaupt kein Wasser im Pool. Hola, wo bist du? Die liegt jetzt aber nicht ernsthaft auf dem Grund da, oder? Doch, sie ist tatsächlich da unten. Ich kann sie vom Grunde des Pools aus hören. Vielleicht ist da ja noch ein bisschen Wasser dort. Ola hört sich so traurig an. Vielleicht vermisst sie Sascha. Hey, vorsichtig da! Ihr solltet nicht so nah an den Rand drankommen. Ihr wollt doch nicht etwa wie das Opfer enden. Außerdem ermittelt die Polizei noch hier in Untersuchungen. Also nicht hier einfach rumschauen, ne? Inspektor Fulbright. Stimmt irgendetwas nicht, Frau Anwältin? Sie sehen so wütend aus. Ich erhebe Einspruch dafür, dass Sie Miss Buckler verhaftet haben.
Inspektor, ich würde Sie gerne ein paar Fragen stellen über diesen Fall, wenn Sie nichts dagegen haben. Fangen Sie an! Gut, worüber reden wir denn? Warum Buckler verhaften? Haben wir das nicht vor Gericht schon geklärt? Egal. Miss Buckler ist 100% unschuldig. Also warum verhaften Sie sie? Ich verstehe ja, dass Sie an sie glauben. Aber die Tatsache bleibt, dass sie verdächtig ist. Momentan sind Ermittler hier am Tatort. Also können Sie kommen, wann Sie wollen. Aber normalerweise wird eine Sicherheitskarte für den Orca-Poolraum nötig. Das Opfer und Sascha Buckler waren die einzigen, die solch eine Karte besaßen. Und gestern, am Tag des Zwischenfalls, gibt es Beweise, dass die Karte der Verdächtigen benutzt wurde. Sicherheitskarte der Gerichtsakte hinzugefügt. Eine Sicherheitskarte, die benutzt wird, um zum Orca-Pool zu kommen. Nur das Opfer und Sascha hatten eine. Und da gibt es anscheinend Details. Achso, eingegangen, Karte von Sascha Buckler um 3 Uhr morgens. Okay. Einspruch! Jemand anderes hätte die Karte von Miss Buckler verwenden können. Oh je, ich fürchte, ja, das könnte eine Erklärung sein. Habe ich nicht gerade wie eine Anwältin geklungen? Ja, wir wären irgendwie in Schwierigkeiten, wenn du es nicht gewesen wärst. Mit der Ausnahme, dass die Verdächtigte bestätigt hat, dass sie diesen Raum zu diesem Zeitpunkt betreten hat. Sie sagte, sie war hier von 3 Uhr bis 6 Uhr morgens am 20. Juli. Anscheinend hat sie den Orca-Pool ein bisschen geputzt. Putzen? Mitten in der Nacht? Ja, sie sagte, dass große Räumungsarbeiten in der Nacht getätigt werden. Die Verdächtigte hat außerdem zugegeben, dass sie mit dem Besitzer noch eine Auseinandersetzung hatte vor dem Mord. Was hinzukommt, ist, dass niemand das Opfer gesehen hat nach dem Treffen mit der Verdächtigten. Einspruch. Es muss irgendeinen Punkt geben, wo ich Einspruch erheben kann. Du solltest deine Einsprüche für morgen aufbewahren. So ganz nebenbei, Inspektor Fulbright, glauben Sie, dass Miss Bucklers Verhör vorbei sind? Oder ist? Nein, noch nicht. Aber ich habe dem Typen, dem Verantwortlichen gesagt, dass er einfach mit ihr umgehen sollte. Warum? Stimmt denn irgendetwas nicht? Ups, vergessen Sie, was ich gesagt habe. Das betrifft Sie beide sowieso nicht. Aber wir kümmern uns schon darum. Wir wollen ja schließlich Miss Buckler verteidigen. Was? Das wollen Sie? Wenn das der Fall ist, habe ich eine Bitte zu geben. Könnten Sie vielleicht diese Medizin ihr mitbringen? Medizin? Sieht eher aus wie eine, Prescription, also verschreibungspflichtig, sowas, von der Hickfield Klinik. Hickfield Klinik? Oh nein! Oh nein!
Nicht die Hottie-Klinik. Die ist böse. Die ist böse. Gollum wohnt da. Wer nicht weiß, worauf ich anspreche, sollte sich, Justice for All, den zweiten Teil der Ace Attorney-Serie anschauen. Und Gollum lebt da wirklich. Ich habe selbst einige Zeit in diesem Krankenhaus verbracht. Wir haben es von ihrem Zuhause konfisziert, als wir es untersucht haben. Oder durchsucht. Ich komme hier vorhin nicht weg. Also würden sie mir eine großartige Hilfe geben, wenn sie das machen würden. Medizin, hä? Hat Miss Butler irgendeine Krankheit? Ich schätze, das ist eine Art Frage, die Sie ihr selbst stellen sollten. In Gerechtigkeit haben wir unser Vertrauen. Nun muss ich mich wieder der Untersuchung widmen. Medizinbeutel in die Gerichtsakte hineingesteckt. Er wurde von Saschas zu Hause genommen. Und anscheinend wurde das in der Hickfield-Klinik gefüllt. Okay. Wir können es ihr geben, sobald sie uns erlauben, mit ihr zu sprechen. Außerdem müssen wir den Kalender zurückgeben. Wenn wir Sascha nicht sehen können und Untersuchungen nicht anstellen dürfen, sollten wir vielleicht die Leute befragen beim Aquarium. Okay. Ben, wo gehen wir dann hin? Zum Aquatunnel. Lass uns erstmal dorthin gehen. Nope, hier ist niemand. Zum Pablo Danger? Yay. 21. Juli. Chip Chip Aquarium. Pablo Danger. Hä? Diese Tür da ist offen. Gestern war sie noch verschlossen. Nun, du weißt, was wir tun müssen, richtig? Natürlich, Boss. Wir werden uns da reinschleichen und mal die Lage auschecken. Hey, ihr beiden. What the fuck ist das denn für einer? Nerd! Fällt mir da irgendwie aus irgendeinem Grund ein. Hey, wer geht denn hier einfach so in irgendein Labor rein ohne Erlaubnis, Mann? Es tut uns leid. Verzeihen Sie, Sir. Sie wollte unbedingt. Jetzt versuchen Sie, das mir aber nicht anzuhängen, Mr. Wright. Auf die nette Art und Weise wäre es, anzuklopfen und zu fragen, ob man rein darf. Nun, fangen Sie nochmal von neu an. Ja, Sir. Kommen Sie rein. Vielen Dank. Es tut mir leid, Sie zu stören. Nun, was kann ich für Sie beiden tun? Irgendwelche medizinischen Probleme? Nun, ja. Im Moment fühle ich mich nicht so gut. Wir machen überhaupt keine Fortschritte in diesen Morduntersuchungen und... Hey, Lady, wo ist denn der Patient? Haben Sie denn überhaupt kein Tierchen dabei? Oh, warte. Das war mein letzter Job. Das hier ist ja das Aquarium. Ich bin ganz ermüdet von den ganzen Befragungen. Ich muss wohl eingepennt sein. Was ist denn mit diesem Typen los? Verzeihen Sie. Ich bin gerade erst aufgewacht und war ein bisschen mies gelaunt. Ich bin Dr. Herman Crab. Crab. Die haben echt mit den Namen ins Wasser geschossen. Ohne Scheiß. Crabs. Mr. Krabs!
Ich bin der Tierarzt des Ship-Chap Aquariums. Oh, Sie sind also Dr. Crab, den Mr. Rhymes gestern erwähnt hatte. Und Rhymes hat erwähnt, dass er Dr. Crab nicht irgendwo gesehen hat. Ich frage mich, wo er war. Was zum... Steckt da gerade ein kleiner Pinguin in seinem Haar? What the fuck? Dieses kleine Ding hier lässt mich überhaupt nicht schlafen. Oh. Oh. Was für ein süßes kleines Ding. Wer ist das? Ein Pinguinküken. Ein Mitglied der kleinen Pinguinspezies. Sie lebt in meinem Haar. Oh, Sie haben solch ein Glück. Ich wünschte, ich könnte ein Tier in meinem Haar leben lassen. Athena, keine Tiere sind in meinem Büro erlaubt. Oh, Sie machen überhaupt keinen Spaß. Wenn ihr beiden überhaupt nichts mit mir zu schaffen habt, dann geht bitte. Ich muss mich bereit machen für meine Runden. Also, zurück mit dir, Kleiner. Warten Sie, wir hätten da schon ein paar Fragen für Sie, um Miss Butler zu helfen. Momentchen mal. Sagen Sie nicht, Sie beiden sind dir das neugierige Pärchen, das Orla verteidigt hat. Das ist richtig. Bitte erlauben Sie uns, Ihnen Fragen zu diesem Fall zu stellen. Okay. Was wir von Mr. Crab dann erfahren, sehen wir im nächsten Part. Bis dann.